Hallo und da sind wir wieder. An dieser Stelle muss ich sagen, das Video ist nachkommentiert, da es gab ein folgendes Problem. Ich habe alles aufgenommen und auch dazu gesprochen. Und ja, da hatte ich dazwischen ja mal einen kurzen Stopp gemacht. Und da, ich musste da kurz was gucken. Und dann hatte ich vergessen, an dem Punkt, wo ich aufgehört habe zu sprechen, weiterzumachen, hatte das, was ich gesagt habe, schon, also wiederholt. Und ja, dann hat das schon mal bescheuert sich angehört. Aber gut, hatte ich dann wieder gelöscht und dann nochmal kommentiert. Und das waren dann 13 Minuten, die ich da wieder kommentiert habe. Und diese sind dann, ja, waren dann auf einmal, wo ich die am Schneiden war, am Rendern und so, waren die dann auf einmal verschwunden. Ich habe nichts gemacht, 13 Minuten einfach weg. Und ja, und deswegen, ich habe auch gesehen, irgendwie gab es dann noch einen Fehler bei dem anderen Part. Der hat also das Video nur hochgeladen und ja, aber also nach 11 Minuten, genau, dann hat er dann Bild nicht mehr weiter angezeigt. Ich weiß nicht, was das für ein Fehler war, aber ja, und dafür entschuldige ich mich mal, aber gut, jetzt können wir es nicht ändern. Ja, was habe ich eigentlich in der ganzen Zeit gemacht? Also, wie ihr gesehen habt, habe ich noch ein Schaf gefunden. Und, ja, dann ein Baby daraus gemacht. Und, ja, dann noch ein paar Samen. Und, eben hat man ja auch gesehen. Also, im vorherigen Part hatte ich da ja noch ein bisschen erzählt. Da mit dem Creeper und so, da war dann noch ein Creeper. Ja, der da halt nur, also habe ich dann getötet und so. Aber war jetzt nicht spektakuläres, also war nicht mehr viel passiert. Und ja, da würde ich da sagen, baue ich Zuckerrohr ab, wie man ja unschwer erkennen kann. Und ja, das die Zuckerrohrfarm sieht schon richtig gut aus, finde ich. Aber also, boah, da habe ich mich echt übertroffen. Puh, stinkt das hier auf einmal. Naja, und dann, ja, hatte ich hier die restlichen Zuckerrohrstangen da noch eingepflanzt. Und wie ihr auch dann bei dem letzten Part gehört habt, hatte ich mich am Schluss, wollte ich ja das ein Schaf da fangen, der ja das jetzt in mein Käfig da ist, sag ich mal. Und das, ja, wie soll ich das sagen? Also ich hatte, wollte das locken und da ist mir aufgefallen, dass es Zuckerrohr ist. Das hatte ich, ja, weil das sah so, ist noch so neu, das sah nämlich total aus wie Weizen für mich. Und ja, das war dann auch blöd. Ja. Und dann wusste ich auch eine Zeit lang nicht mehr, was ich da eigentlich machen wollte. Aber das war, glaube ich, im vorherigen Part gemacht. Also hier sieht man ein Skelett mit einem Schaf und seinen Bruder. Das hatte ich da gesagt. Da hatte ich mich gefragt, was sie da wohl machen. Schaf und Skelett. Ganz allein zu zweit. Ja, da kann man ja schon schief denken. Ja, und dann das Loch, genau das Loch, das Problemloch, das musste man ja stopfen. Und ja, dann habe ich das Loch halt gestopft. Kann man ja auch nicht jetzt viel weiter sagen, dass die Erde ist schon fast veral. Und ja, gleich werde ich keine Erde mehr haben. Ja, wer hätte es gedacht, ne?
Und dann mache ich mir erstmal die Pelze da weg. Genau. Und dann habe ich hier angefangen, halt die Weizenfarmen, also erstmal abgemessen, wie viel das ist. Also das waren, da hatte ich überlegt, wie viel Felder weit 8 Wasser, also 8 Reihen Wasser, wie viel, wie weit, ja, wie weit das, also bis wie weit das düngt, genau so. Und ja, dann hatte ich das hier ausgemessen. Und ja, da hatte ich auch einen Fehler gemacht, werde ich auch gleich sehen. Aber dazu dann gleich. Und da hatte ich dann erstmal die ersten paar Samen reingesteckt. Und dann habe ich hier auch schon ein. Genau, da war das. Weil hier, da konnte ich nicht. Das musste ich wieder wegmachen. Genau da das Wasser hin soll. Und da war ein Fehler. Da bin ich durchgefallen. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Aber war zum Glück nur die zwei Blöcke. Also ist nicht viel passiert. Naja, und da muss ich halt einen Weizen da wegmachen, Samen da wegmachen, weil sonst würde das Wasser ja da runter weglaufen. Da ich ja keine Erde da jetzt hatte, musste ich das dann halt wegmachen. Ja, und dann habe ich auch schon das Wasser da reingemacht. Und dann sind wir wieder darüber gegangen. Genau. Genau, da hatten wir jetzt dann die Garten noch mehr Samen wollten wir haben. Weil, ja, das sind zu wenig, dachte ich mir da. Und hier sind ja so viel Grashalme. Ja, da wollte ich die mal wegmachen. Und es kommt ja überhaupt kein Samen daraus. Ja, und da hatte ich mich halt geärgert, dass da nur so wenig rauskam. Und es wird auch nicht mehr viel jetzt hier rauskommen. Und ja, das werden 7 Stück sein. Ja, 7 waren das. Genau. Ja, das hat mich aber total geärgert mit der Aufnahme jetzt. Boah, ging schön viel Zeit flöten. Und da ich im Moment eh nicht so viel Zeit habe, ja, das ist halt blöd. Das darf nicht passieren. Aber was soll's? Und da waren wir bei 5, glaube ich. Ja, 5, 6. Ja, 6 waren wir. 6 und 7. Und mehr kamen da auch nicht. Da hatte ich noch die letzte Hoffnung, dass da beim letzten noch was gewesen wäre. Aber nein. Und hier hatte ich wieder einen Fehler gemacht. Ich habe wieder da Samen hingemacht. Das wollte ich doch nicht, aber ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Jetzt habe ich halt den Fehler gemacht, da hatte ich mich gerade da wieder drüber geärgert. Und dann gehe ich da hoch und will pflanze die anderen Samen. Ja. Dann habe ich da doch noch wieder Samen gemacht. Wieso habe ich da wieder Samen gemacht? Ah ja, genau, da wollte ich auch noch wieder Erde hinmachen, weil das geht ja auch 8 Felder nach hinten. Darf man ja auch nicht vergessen, so. Genau. Dann hatte ich da die letzten 2 hingemacht. Gut, was habe ich dann gemacht? Dann wollte ich da. Hatte ich mir nochmal die Farmen da angeguckt, wie der Zuckerrohr abgesammelt, kann man das so sagen? Ja, aufgesammelt oder wie ihr das wollt. Ja. Und dann am letzten Zuckerrohr wollte ich das dann nochmal. Ah, genau darüber habe ich jetzt. Ich war da nämlich wegen dem Pistons. Also wie später wollte ich, wie ich das machen soll. Also an den Seiten wollte ich dann
dass die Pistons den Zuckerrohr auf die Seite drücken, dann fallen die in das Wasser. Aber ich wusste nicht, wie ich das hier in die Mitte machen soll. Also habe ich immer noch keine Idee. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr es mal da reinschreiben, also in die Kommentare. Weil da fällt mir nichts ein, wie ich das machen soll. Also später, das dauert eh noch ein bisschen. Aber wie ich die von der Mitte da dann nach außen bringen soll, das Zuckerrohr. Weil ich hatte die Idee, dass ich die von oben nach unten drücke. Und da ist nur folgendes Problem, dass dann jede Menge in der Mitte hängen bleiben würde. Und dann hatte ich auch die Idee, dass ich hier alles, also den ganzen Zuckerrohr hier wegmache. Ja, weil das sieht ja dann blöd aus, wenn da vorne Zuckerrohr ist. Und das wäre dann später nach einer Zeit zu viel. Das sieht dann auch nichts aus. Und dann habe ich mir überlegt, dass ich da auch das Loch muss ich auch zumachen. Sieht ja furchtbar aus. Und ja, dann war auch schon jetzt. Und zwar genau jetzt ist die Zuckerrohrfarm fertig. Also zumindest die erste Etage. Ja, und also wo ich das noch manuell machen muss. Aber es wird auch noch weitergebaut. Und wie gesagt, ich will auch noch eine Schicht oben drüber machen. Aber das wird dauert noch ein bisschen. Also genau hier habe ich das gerade demonstriert, wie das dann passieren soll. Also wenn ihr eine Idee habt, wie ich das machen könnte mit den Pistons, ja, dann könnt ihr das mal reinschreiben in die Kommentare. Also zumindest nur in der Mitte da bei den zwei Reihen waren das jetzt, ne? Eins, zwei, ja. Zwei Reihen, bei denen zumindest. Und hier hat schon wieder die Samen gemacht. Mann, das gibt es nicht. Und ja, oh mein Gott, die Zeit ist vorbei. Ja, wir haben noch 30 Sekunden. Und da sage ich, ja, wenn es euch gefallen hat, auch wenn es nachkommentiert war, Daumen hoch oder runter, dann aber begründen. Und damit verabschiede ich mich. Tschö mit Ö.